Willkommen zurück hier beim Fußballmanager mit unserer Schalke-Karriere, kurz vorm Topspiel. Ihr seht es gegen Karlsruher SC. Ich habe richtig, richtig Bock. Und ja, wir müssen die Tabellenführung beibehalten. Hier spielt der Erste gegen Zweiten. Karlsruhe den viertstärksten Kader. Aber wie gesagt, die spielen eine super Saison. Wir spielen aber zu Hause, spielen auch gerade eine richtig gute Saison. Und ja, hier kommt's. Das Spitzenspiel, Topspiel. Schalke gegen Karlsruhe und ja, wir müssen uns da behaupten. Unentschieden ist okay, finde ich jetzt mal, sage ich jetzt einfach mal. Ne, wir behalten dann die Tabellenführung und punkten dagegen einen richtig guten Gegner. Und wir haben ja noch ein Polster zum dritten Platz. Das wäre in Ordnung, wie ich finde, aber bestenfalls nimmst du da den Dreier zu Hause mit und machst da nochmal, baust da noch den Vorsprung auf dem zweiten Platz und hast da sogar ein Polster. Sieht aber alles Richtung Aufstieg aus. Wir sind jetzt Mitte März. Jetzt kommen wir in die heiße Phase und ich würde die gerne jetzt mit einem Sieg gegen Karlsruhe starten. Wir gucken mal rein, was wir hier noch machen können. Ausstellung. Bin aber soweit eigentlich zufrieden. Lass uns reingehen. So, es geht rein ins Topspiel gegen Karlsruhe. Spiel beginnt. Platz macht einen perfekten Eindruck. Und Karlsruhe mit dem ersten Angriff allerdings am Tor vorbei. Lars Stindl, den wir auf jeden Fall aufpassen müssen. So, erstmal wenig passiert und jetzt geht Karlsruhe tatsächlich in Führung. Wir erhalten das erste Mal seit 373 Minuten wieder ein Gegentor und ja, auch noch jetzt Touré verletzt. Unser mitstärkster Innenverteidiger. Das läuft natürlich jetzt alles nicht nach Plan und ja, ist echt enttäuschend. Jetzt wird das Spiel offener, wir kriegen auch vermehrt Angriffe, aber ohne wirklich richtig gefährlich zu werden. Karlsruhe macht das gut, kontrolliert das Spiel, sind 1-0 in Führung. Hätte ich von meiner Mannschaft schon viel, viel mehr erwartet. So, kommt Jungs, zeigt mal was. Buchmann mit der Gelben. Weit am Tor vorbei. Müller kann retten. Ah, Becker trifft Lassme. Nächster Abschluss. Wir gehen jetzt mal in die Wechsel rein. So, wir können Mörken bringen. Ouedraogo. Und der Rodde. Jetzt mal ein paar Wechsel gemacht, weil wir brauchen frischen Wind. Da muss ich jetzt was ändern. Und wenigstens noch der Ausgleich. 10 Minuten sind noch zu spielen. Jetzt nochmal die Chance. Nee. Karlsruhe nochmal. Jetzt die größere Chance. Auch nichts. 5 Minuten Nachspielzeit, eine Menge. Vielleicht kriegen wir hier noch ein, zwei Chancen. Vorbei. Karlsruhe gewinnt 1-0, übernehmen damit die Tabellenführung und auch HSV hat gesiegt. Das heißt, nur noch 6 Punkte auf den dritten.
Ja, Mannschaft muss geschützt werden. So, Thomas Ovejan. Kriegen wir den verlängert? Hoffentlich. Vorstand jetzt wieder unglücklicher. Jetzt geht's gegen Hannover. Angebot für Tribünenname, das machen wir doch. Gibt's ansonsten hier noch? Okay. Okay, ersten Neuzugang für die neue Saison haben wir. Tim Rossmann von Karlsruhe, den haben wir den im Prinzip abgezogen. Jüngeres Talent, Van der Sloot, verlängert Vertrag, auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was da so kommt. Okay, einige lehnen dann das Angebot ab. Ist in Ordnung, also Jordao kommt nicht, Sissoko kommt nicht, Tafsan kommt nicht. Haben wir noch Spieler in der Verhandlung? Nee. Würde ich vielleicht noch mal so zum Ende der Saison planen, wenn wir wissen, in welcher Liga wir sind. Es geht jetzt gegen Hannover, die sind auch oben mit dabei, fünfter Platz. Auch ein schwieriges Spiel und ja, wir können dann so langsam in schlechte Verfassung kommen, wenn wir das jetzt auch nicht gewinnen. Hier haben wir ein paar Senkrechtstarter, das ist bei uns Lambourde, Buchmann, Ole Becker und Ouédraogo. Spiel wird abgesagt wegen Nebel. 29. Spieltag schon. Also 5 Spiele, es werden noch 15 Punkte vergeben. Da sollten wir schon die 6 Punkte nach Hause spielen, ne, gegenüber dem HSV. Nochmal, komm, wir gucken nochmal auf die Tabelle. Tordifferenz, 30 Punkte sind, ist auch bessere Tordifferenz. HSV hat aber gewonnen, haben wir jetzt ein Spiel mehr. Auf Hertha sind es 8 Punkte. Also Dritter werden wir, glaube ich, schon. Auch Tordifferenz quasi 9 Punkte. Das heißt, wenn wir 2 Siege holen, sollten wir zumindest mal Dritter sein. Also Hannover ist, glaube ich, aus dem Rennen. Aber wenn die gegen uns gewinnen, haben die 48. Rein rechnerisch passt das noch, aber sehe ich nicht. So.
Und wir probieren jetzt mal die Leute in Form zu kriegen. Vor dem wichtigen Spiel. Wie stellen wir auf? Uraogo gerade auch in der schlechten Form. Der war mal richtig stärker. Gehen wir rein. Und ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier bezwingen gleich starke Mannschaft auswärts und wir kommen aus einer Niederlage. Also da, das wird schon schwierig, glaube ich. Neumann mit der gelben. Und schon viel mehr vom Spiel. Fällt mir auf jeden Fall jetzt der Angriff. Aber nichts Zählbares. Aber wir nutzen die Chancen zuletzt nicht. Eine gute Halbzeit von uns, auch wenn es nur 0 zu 0 bis jetzt steht. Nasenbeinbruch. Eine Minute noch. Jo, 0-0. Zumindest nicht verloren gegen den guten Gegner HSV wieder gewonnen. Jetzt sind es nur noch 4 Punkte. 20. Spieltag. Ah, das sind, war doch nicht der 29. Wo habe ich denn 29 gelesen? Naja.
Also, wir grüßen hier auf Tabellenplatz 2. Jetzt geht's in die heiße Phase. Es sind noch 6 Spiele zu gehen. Und der HSV, der kommt jetzt von unten. Wir haben jetzt eine Phase von 3 Spielen ohne Sieg. Schwierig, ja, wie es weitergeht, ob wir den Aufstieg noch schaffen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, Abo dalassen. Ciao.